Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zum neuen Video Odin verpackt. Wir verpacken jetzt Weihnachtsgeschenke und wir verpacken Geburtstagsgeschenke für die Kleine. Hier sind die ganzen Rollen drin mit den verschiedenen Sachen. Und neues Band habe ich geholt. So, die lege ich mir mal hier beiseite. Und Moment. So. Hier habe ich dann nämlich noch Aufkleber. Dreimal für die Geschenke, dass ich halt Namen aufschreiben kann. Hier ist auch noch für Weihnachten. Für die Christbaumkugeln haben wir Ersatz gekauft. Und ein neuer Stern für den Weihnachtsbaum. So. Wir fangen an mit den Geburtstagsgeschenken zu verpacken. Frauchen und ich haben aufgeteilt. Also eigentlich wollte ja Frauchen alles, sagt sie. Dann sieht es wenigstens gut aus, sagt sie. Ich konnte aber noch ein bisschen ergattern. Und das Problem ist, also Geburtstagsgeschenk brauche ich ja keinen Namen aufschreiben, ist ja alles für Juna. So, da brauche ich aber noch einen Stift. So. Fernbedienung mal hier oben hin. Also, ich habe zum Geburtstag halt einen Grofelo, den ich einpacke. Den Schlafanzug. Und das Forscherset. Das Kleine. Das kann ich alles so einpacken. Shit. Echt zu weit weggepackt. Forscherset geht so. Schlafanzug geht auch so. Ruffalo in so einem großen Paket, das ist ja auch doof. Oh Mist, jetzt fällt hier alles um. Ich habe kein kleines Paket. Oh, jetzt haben wir's. Hab mir noch ein paar Kartons geholt. Die Switchbot-Päckchen, da kommen die Tiere rein, dann kommen sie in so ein Amazon-Paket. Und das passt hier natürlich nicht rein. Mist. Aber ich habe da ja noch ein größeres. Das bleibt dir dann über. Das bleibt dir dann über. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Hier kommt der Gruffalo rein. Was denn hier? So ein Amazon-Paket rein. Passt. Von der Höhe hoch. Gut. Dann nehmen wir das denn dafür. Dann nehmen wir das dafür. Das passt ganz gut.
So. Genau. Aber den Schlafanzug werde ich dann wahrscheinlich doch einzeln machen. Gut. Ich werde euch mal Richtung Tisch richten, so damit ihr das seht, was ich jetzt hier veranstalten werde. Hier habe ich ja auch noch einen kleinen. Ja, das kann ich für die Tiere dann auch noch benutzen. So. Gut, passt. Oh, das ist wieder eine Technik hier. Hier. Ey, wieso fängt ihr 3 Meter vor der Kennzeichnung an? Ich hatte gesagt, ihr sollt sicherheitshalber nochmal zukleben. Nicht, dass es dann rausfällt oder so. So, aber Grofelo. Ist ja auch doof, wenn wir das einfach so machen. Zum Rumkramen haben. Das macht ja auch keinen Spaß. So, die Tiere. Ich sehe, ja, bestelle ich sie schon verpackt.
Ikea, Amazon, verpack du mal. Löst sich ja alles hier. Naja, also der reicht ja, dass es nur klebt, bis es im Karton ist. Im Dings ist. Was nehmen wir denn da Schönes? Haben wir denn hier noch was offen, was Geburtstag ist? Weihnachten? Blümchen? Nee. Was haben wir denn hier noch? Happy Birthday? Und was haben wir hier? Mit Pferdchen drauf. Merry Christmas. Nur mal Happy Birthday. Als erstes. So. Wo geht's auch darum? Ist das hier, oder? So. Oh shit, eingeschnitten. Na toll. Na toll. Oh shit. Ist ja hier ein Loch drinne. Das hält ja von 12 bis Mittag die Kacke. Da musst du echt aufpassen, das ist ja hier. Das ist ja wie Esspapier. So, mal ich mit meiner Mutter Trick 17. Drei, vier von den Dingern hier am Tisch. Wenn der Punkt fertig ist. Du schummelst! Du kannst doch noch nicht fertig sein. Ich leg's hier auf den Tisch, ja? Wieso bei mir? Na, das kommt dann alles an eine Tür.
Tüte wieder. Weihnachtskiste und. Ja, aber mit den Schleifen? Das macht nichts. Die kann man wieder aufflüstern. Du schummelst! Geburtstag und wo die Zettel drauf sind, ist Weihnachten. Ja, das sieht man auch am Geschenkpapier. So. Ja, leg auf den Tisch, wir packen jetzt sowieso dann zusammen. Nee, ja, aber die, du musst auseinanderdröseln dann, ja? Mit Kärtchen ist für Weihnachten. Ich habe hier diese Etiketten dran gemacht. Für Weihnachten. Ich brauche noch was für den Geburtstag. Was? Ein Etikett. Irgendwas. Nein, kein Etikett für den Geburtstag. Wofür? Gut, habe ich mir gedacht. Weihnachten. So, bitte. Viel Spaß, gut, ne? Wie kannst du denn so schnell schon fertig haben? Ich mache das ein bisschen öfter als du, glaube ich. Du schummelst doch irgendwie. Also Fräuchen ist schon fertig. So. Jetzt nehmen wir uns wieder hier. 1, 2, 3, 4, 5. Da kann ich ja noch hochschieben, da kann ich doch mehrere draus machen. Da kann ich nicht. Ich hab das ja festgeklebt. Ach, Mensch, Trottel. Kürzen war einfach. Zack, gekürzt. Noch gerade machen. Auf der anderen Seite auch kürzen. Ja, ich kann nicht auch alles. Super brauchen, kann ich dann beim anderen mit drin machen. Oh, erstmal die Seite. Das sieht kacke aus. Das gefällt dir nicht mal mir. Das geht eigentlich. Das geht. Das können wir so lassen. Das fixieren wir hier mal einfach so. Und dann. So. So. Ein bisschen umkrempeln, damit es nicht so aussieht. Sie guckt ja oben rüber. Ne, machen wir Trick 17. Wir knicken das einfach mal hier in die Mitte um. Und knicken das nochmal um. So. Und oben. Fängt ja schon gut an hier. Ey.
Ey, das sieht so kacke aus. Das sind nicht mal mir gefällt. Ey, das ist das Erste. Das Erste wird immer kacke. Dafür wären die anderen dann halt toll. Die wären richtig, richtig Bombe wären die. So. Der Karton war auch nicht so toll und die anderen wären viel besser. Viel, viel besser. Damit habe ich halt angefangen. So. Ich habe jetzt auch keine Schleife drumherum. Ich habe Angst, dass die Schleife. So, das Paket kaputt reißt. Das Paketband. Also das Paket kaputt reißt. Ja, das ist jetzt nicht so doll geworden. Das ist scheiße. Aber naja, okay. Besser wie nix. Die nächste wird besser. Da nehme ich aber jetzt das andere Band hier. Scheint auch nicht besser zu sein. So kacke, dass die Aufkleber immer so fest sind. So.
Ja. Das sieht doch. Oh ja. Oh yes, das ist gut geworden. Das ist gut geworden. Auch nochmal umknicken hier. Ist zu lang. Oh, super. Super. Ah, langsam komme ich wieder rein. Langsam komme ich wieder rein. Muss ja gleich aussehen. Ich kann hier nicht was anderes jetzt machen. Hallo. Wenn das nicht gut geworden ist, dann weiß ich auch nicht. Ich nehme mal glänzend Gold.
Da war aber auch mal mehr drin, muss ich sagen. So, wir haben eine Seite, noch eine Seite. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Eine Seite, zweite Seite, eine Seite, zweite Seite. Dann sollte hier noch übrig sein jetzt. Aufpassen, wie das jetzt hier ist. Ja. So, und den haben wir dann hier. Und hier. Ah. Sieht doch schick aus, oder? So. Was haben wir denn noch für den Geburtstag jetzt? Den Schlafanzug. Alles andere ist Weihnachten. Die Tiere haben wir auch noch. Hält hier ja auch nicht richtig das Gewand.
Oh. Das war's schon? Nein. Mach doch nicht sowas. Ja, jetzt versuchen wir es mal andersrum. So rum. Ach, jetzt habe ich das. Muss ja so rum. Das reicht ja irgendwie nicht. Ich hoffe, die Datei ist jetzt nicht kaputt, weil das Video beendet wurde, weil der Akku leer war. Daumen drücken. Weil sonst habt ihr mein tolles Paket, was ich eben gemacht habe, verpasst. Was mir so gut gelungen ist und das will ich hier schon wieder nicht. So wie ich wohl will. Muss ich nachher machen jetzt. Mal erstmal hier oben bitte. Das ist gut schon. Wow. Da ist mir der Übergang ja richtig gut gelungen gerade. Ich hab's mit dem Falten immer nicht so.
So. Und das bekommt kein Band. So. Jetzt kommen wir. Den Dinos. Ach Quatsch, zu den Tieren. Dino war auch mit bei. So. So, jetzt müssen wir gucken, wie machen wir das jetzt. Das ist ein größeres. Das ist ein größeres. Das sind zwei größere. Der Dino ist ganz groß. So, die sind kleiner. So. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, die Kängurus machen wir in eine Box. Könnte sogar passen. Da muss man wahrscheinlich auf dem. Die Ene muss auf dem Bauch liegen. Nee, das ist doof. Da guckt der Schwanz rüber. Da guckt der Schwanz rüber. Doch, warte mal, wenn wir die in die Ecke machen und dann ein bisschen so und dann halt das Känguru hier in die Seite. So, das. Ja, das passt. Das passt. Dann haben wir die Kängurus in einer Box. So, Kängurus. Das muss ich nur noch schöner machen. Dann haben wir hier den großen. Und der könnte, der passt da nicht rein, da passt er auch nicht, da passt er auch nicht. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Drei Boxen habe ich noch. So, ich habe hier noch. Die von so Nahpinne. So, dann können wir eins hier reinmachen. Ach, ich habe hier noch die Aufkleber und alles drin. Ja, die müssen wir uns beiseite packen, die dürfen nicht wegkommen. Also. Passt auch ein großer rein.
Das muss ich wegpacken. Dann machen wir einmal ein Schnabeltier. Ein Faultier. Ein Fuchs. Ich habe keine kleinen Kartons mehr. Doch. Eine E-Zigarette. Da passt auch noch ein. Was ist das Größere? Das war dickere. Warte mal. Ja. Der passt da nicht. Der passt auch nicht, der guckt da raus. Ich hier versuche beide Raubkatzen in eins zu kriegen. Ob das klappt? Ja, das klappt. Kuscheln die halt hier ein bisschen. So. Und beide passen da rein. Super. So. Dann einen dickeren für das Faultier. Einen für das Schnabeltier. Dann nehmen wir mal den größeren hier. So. Einen für den Fuchs. Einen für den Kleinen, einen für das Stinktier. Was machen wir mit dem Saurier? Da ist guter Rat teuer. Ich habe hier noch so eine Box hier. Muss mal gucken. Ich muss ich was basteln. So. Dann nehmen wir erstmal den Stinktier. Ein Tier ist gepackt. Oh, hier noch Kleinzeug oben drauf. Dass die Tiere nicht abhauen. Also schön verpackt. So, das ist das Stinktier. Dann haben wir hier noch den kleinen Fuchs. Oder was das sein soll.
Ein bisschen Müll oben drauf. Ja, die Kleine wie es. Papa macht doofe Scherze. Sagt sie mal. Papa macht doofe Scherze. Meine Mutter gerade einkaufen ist, oder wir sitzen gerade im Auto, ich mache einen Schatz. Mutter ins Auto, also mein Fräuchen. Und die Kleine denkt, Mama, Papa hat schon wieder doofe Scherze gemacht. So, was haben wir hier noch? Den haben wir noch, einen Fuchs. Oh. Dann haben wir noch den Schnabeltier. Nee, da kann es nicht wehtun. Okay, wenn wir das rausmachen, geht das.
Holz hier. Ich hätte natürlich jetzt hier auch mit Klebeband verkleben können. Aber ich glaube, da wäre die kleine Gans ausgeflippt. Oder würde sie ganz ausflippen. So. Oh, so, jetzt die Kängurus. Möchte die aber auch gerne entgehen, so ein Ding. Und das andere. Moment. Ich habe jetzt meine andere Tasche vergessen. Ich habe ja schon eine hier weggepackt gehabt. Und da hatte ich dann halt, wollte ich jedes Tier in so einen Umschlag machen. Und die dann in eine hochkant in eine großen Box. Das nehmen wir denn nicht. Ich habe hier noch welche gefunden. So, da könnte ich jetzt die hier für eine große Känguru nehmen. Eine große Känguru einpacken.
noch den Schwanz gut, dass der nicht abknickt. So. Dann müssen wir hier rein. So. Unten. Okay. Zeitung drauf. Und noch eine Zeitung drauf. Super. So. So, das ist ein Känguru noch. Dann haben wir hier noch ein Känguru. Und den können wir hier nehmen, den nehme ich für den Saurier. So. Das hatten wir für das Känguru. Und dann Papier. Falls ihr euch wundert, was gerade so laut ist, die Große kocht. So, da haben wir den Känguru. Dann fehlt uns jetzt heute Saurier. Guck mal, ob der so passt jetzt, ne? Ist schon zu groß geworden. Passt der überhaupt? Ich muss mal schon trinken.
Ist aber sehr knapp. Das ist sehr knapp. Hochkantpasta? Da müssen wir doch das Papier nehmen, wo weniger ist. Weil das ist wirklich eine knappe Angelegenheit. So. Jetzt haben wir die da. Jetzt müssen wir gucken. Das wird knapp. Das passt nicht so. Das passt nicht so. Das jetzt so machen. Einmal. Den haben wir jetzt zwei hier drinne. Und in den. Hier rein. Ja,
größeren Paket. Mist, passt nicht. Jetzt habe ich mir das so schön überlegt. Und jetzt passt das nicht. Woanders. So, nur den Karton. Da kommt der rein. Und der. So hochkant mache, passen sie beide rein. So, dann habe ich ja noch die noch übrig. Dann mache ich die Beete, verteile ich die auf zwei Kartons. Oh, den hier noch mit rein und den da mit rein. Und den hier auch hier mit drin. So. Und dann nehmen wir das hier. Stoppen das hier so rein, damit das nicht so klappert. Das ist das andere Platz hier. Da rein. So, dann. Mhm. Luftpolsterpulver. Dann ist das schon mal zu. Und hier auch Luftpolsterfolie. Da ist das auch zu. Gut. Aber das nehmen wir dann nicht mit dem Klebeband. Moment. So. Da nehmen wir nämlich das dicke, fette Klebeband. Soll ja halten. Soll ja nicht aufgehen. So. Aber ein Paket. So. Hier haben wir das nächste. Hä? Was heißt denn das? So.
So, schon einmal die zweite. Und das machen wir alles dann hier rein. So. Das kommt hier rein. Und dann füllen wir das auch noch ein bisschen auf mit. Ist denn jetzt. Ach, da, hier. Ja. Luftpolsterfolie und oben auf. Luftpolsterfolie rauf. So. Zugeklappt, 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 zugeklappt. So. Umgeklappt, passt. So. So. Hier sind dann die Schleichtiere drin. Da brauche ich jetzt aber. Da brauche ich wirklich mehr Papier. Müssen wir mal gucken, ob das Happy Birthday dafür noch ausreicht. Ja. Sollte reichen. Ich muss jetzt mal wieder Klebebandchen hier vorbereiten.
So, und da kommt auch nochmal Gold rum. So, einmal für unten, einmal für oben, einmal zur Seite und nochmal zur Seite. Sollte eigentlich reichen. Wieso drehst du um? Warte doch hier.
Oh, toll, jetzt ist es locker. Fertig, 17, einfach fokussieren hier, fertig. Nee, falsch schon. So rum. So, nächstes fertig mit dem Dinos. Ach Quatsch, Dinos mit den Tieren. Für meine Mutter kann ich später verpacken. Das war's ja schon. Das war Geburtstag. Jetzt kommt Weihnachten. Das ist für die Große. Das muss mit rein. Da steht halt drauf, von wem das ist. Und das ist nicht von mir. Aber ich weiß nicht, ob derjenige möchte, dass ich halt den Namen nenne. Deswegen nenne ich ihn nicht. So. Jetzt haben wir das da drin. So, das muss alles hier verpackt werden. Ruffelochen.
Ja. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das jetzt machen. Ah, hier liegt dann noch was zum Dazwischenstoppen. Da könnte ich ja ein bisschen gnädig sein und könnte dann sagen, mir passt nicht. Auch nicht. Genau. Dann machen wir nämlich das und das Gruffalo da rein. Dann wird das ein Paket. Und erstmal packen wir das da oben ein. Nee, erstmal mal das Gruffalo und so. Das machen wir danach, weil es klein ist. Jetzt müssen wir uns hier erstmal wieder Klebeband vorbereiten. Josie, und geh nicht weg davon, nicht, dass sie wieder anbackt. Ist schon angebackt, wa? Stehen und rühren. Du wolltest kochen. So. Ach, hier ist es. Ja, ja. Nur so ein bisschen Sichtschutz sein, dass wenn sie es aufmacht, nicht gleich alles sieht. Meine Frau wird sich bedanken. Nicht.
So. Sagt der Akku, weil er hebt. Jetzt werden wir den Adresshochkleber abmachen. Ja. Schon sehr der Stift vorbeigebracht. So. Ich denke mal, das kommt ganz gut. Würde ich jetzt mal so sagen. Vielleicht zu dicht abgeschnitten haben. So. Oh.
Ja. Nächstes Jahr mache ich es wieder am Esstisch. Am Wohnzimmertisch. Finde ich angenehmer. Ja. Achso, du musst Pakete. Nein, willst du gleich was essen? Ja. Wann? Ja, jetzt. Mach das Paket hier noch zu Ende. Dann müsstest du von Patricia die Geschenke alle irgendwie, machst du auf die Sporttasche erstmal rauf. Ich muss sowieso gleich Akku wechseln und dann kann ich erstmal was essen und dann mache ich das letzte Paket. Ah! Wenn man es dreimal, also wenn man es doppelt nimmt, dann ist es ja nicht mal so schlecht. Dann kann man damit auch vernünftig falten.
mache ich jetzt erstmal Mittagspause und dann machen wir gleich weiter. Wo ich die Fernbedienung jetzt hin gedonnert? Runtergefallen ist. Hier will ich dann noch eine Schleife rummachen. Aber erstmal hier noch schnell. Ein Sticker. Ach, hier unten gehen die auch, oder was? Sticker rufmachen. War ja nur das eine, oder? Das andere war ja Geburtstag, alles. Ich habe leider nicht so eine Dinger mit Christkind drauf oder so. Das war sehr schade. Aufkleber machen wir nämlich dann hier vorne. Hier schön rauf. So. Und dann esse ich jetzt erstmal was. So, da geht's auch weiter. Hab jetzt schön gegessen. Schön, Schmetterlingsnudeln mit Käsesoße, diese Kräutersoße. Hier haben wir doch. So, nächste Paket fertig. Oh, shit. So, haben wir noch eins. Dann nehmen wir auch das hier. Das ist so robuster, das Papier. Muss, also beim nächsten Mal, wenn ich Papier kaufe, muss ich aufpassen, die großen Rollen, und dass sie ein bisschen stabiler sind.
So. Da die nicht mal Rollen kochen müssen, die sind ja immer noch gerecht. Die anderen für die Große sind ja bei Oma, die packt Oma ein. Weil sie ein bisschen zu sehr nachschnüffelt hier zu Hause. So.
So. Ach, nehme ich nochmal das letzte Goldene. Ich glaube nicht mal mehr. Na doch. War auch mal auf den Rollen war auch mal mehr drauf, muss ich sagen. Ist ja richtig wenig, was da jetzt noch drauf ist. Finger rauf. Weg. Das hoch. Das durch. So, und dann ist das für Josie auch fertig. So, dann muss ich hier gleich Ordnung schaffen. Und 14 Uhr. Ja, Ordnung schaffen. Aber erstmal muss ich die ganzen Pakete stecken, dass die Kleine so nie sieht. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich habe da schon eine Idee. Also diesmal war halt nicht so viel zum Einpacken. Nächstes Mal mache ich auch wieder auf dem Wohnzimmertisch. Da geht das einfacher und schneller. Da weiß ich nicht, das macht sich besser, wenn ich dann... Naja. So, eigentlich ist ja dann auch nichts weiter. Wir haben jetzt eingepackt, ich habe euch die Geschenke auch schon gezeigt. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Sind auch Videos geplant, ich weiß jetzt nicht, welche jetzt geplant sind. Über die Feiertage will ich natürlich nichts machen, da ist dann halt Familie dran. Vielleicht ein Stream abends, wenn alle pennen. Aber sonst mache ich keine Videos, gehen gar nichts. Jetzt ist erstmal für mich Feiertage und ja, Familientage. Und ja, wir sehen uns, würde ich sagen. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin. Wo ist denn jetzt die Fernbedienung?